liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zum zweiten Wochenrückblick in diesem Jahr. Es ist heute tatsächlich schon wieder der 17. Januar. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Uns hat der Winter erreicht, würde ich sagen. Bei uns liegt unglaublich viel Schnee. Es hat gestern Nachmittag, Abend, Nacht irgendwie durchweg geschneit. Und um es mit den Worten aus Game of Thrones zu sagen, Winter is coming. Also ja, wobei das ja bei uns ja beständig ist und Aber so ist es. Es ist jetzt hier und ich bin kein Winterfreund, deswegen sind es für mich keine guten Neuigkeiten. Und ich glaube, wir machen zu Beginn auch einfach erstmal die nicht so schönen Neuigkeiten dieser Woche. Alan Rickman, der sehr begabte und sympathische Schauspieler, ist diese Woche gestorben. Ich habe es in der Arbeit erfahren über unsere Mädels-WhatsApp-Gruppe oder ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Und ich saß im Büro, schockiert, mir ist ein Tränchen gekullert, um mich rum haben mich alle angeguckt. Mancher war auch betroffen. Also all die, ich sag mal, Harry Potter-Fans fanden schon heftig, waren da auch sehr traurig und es war dann schon irgendwie komisch. Also ich habe dann auch mal so in Gedankengang zurückgeblickt, seit wann ich diesen Schauspieler kenne, und es begann bei mir so bei Robin Hood. Ich war ein absoluter Kevin Costner-Fan und ich mochte Robin Hood. Ich war dreimal damals im Kino, da war ich erst 8 oder 9 Jahre alt und ich fand ihn unglaublich gruselig. Er hat ja da den Sheriff von Sherwood gespielt. Und das war ja echt eine heftige Rolle und eine sehr böse Rolle und ich fand ihn immer sehr gruselig. Er hat mich also auch in meine Albträume verfolgt und dann gab es so den einen oder anderen Film. Er hat ja auch in Jane Austen Verfilmungen mitgespielt und ihn dann super lustig fand, war Dogma, ein Film mit Matt Damon und Ben Affleck. Wo es unter anderem eben auch einfach, da wird Gott und der katholische Glauben so ein bisschen aufs Korn genommen. Fand ich einen mega geilen Film damals, hat mich sehr eben auch zum Nachdenken über die Kirche und die Religion und so gebracht. Und da war er ja die Stimme Gottes, der Metatron. Und ich, wenn ich da so an manche Szene denke, ich muss da wirklich sehr drüber lachen. Er hat in den Rollen wirklich irgendwie gelebt, hat man den Eindruck. Er hat ihnen ganz viel Authentizität gegeben. Und es geht dann natürlich weiter. Als Severus Snape war er auch der ultimative Bösewicht. Und haben wir ihn nicht alle gehasst in Harry Potter. Er war natürlich schon immer so einer, ich glaube, der auch polarisiert hat. Aber ich meine, grundsätzlich war er ja so angelegt, dass man ihn einfach nicht mag. Dann hat er in Sweeney Todd mitgespielt, ein Film von Tim Burton mit Johnny Depp und Helen Bonham Carter. Und da war er auch sehr, sehr geil. Also den fand ich ihn wirklich super und singend. Und es war ja ein unglaublich sympathischer Mensch, wie man ihn eben kennengelernt hat über Interviews oder wenn man dann diese ganzen Making-ofs kennt. Und der war ja auch super lustig. Also wenn man so Outtakes sieht, was er da manchmal so aufs Korn nimmt, das ist schon sehr, sehr lustig. Und so ziemlich zuletzt war er ja dann die Stimme und auch das Gesicht der Raupe in Alice im Wunderland, was ich sehr cool fand. Auch wie vielen gemalten, animierten Filmen er im Grunde die Stimme geliehen hat. Und finde es jetzt sehr, sehr schade, dass wir ihn nicht mehr mit neuen Filmen auf dem Fernseher sehen. Viele fragen immer, warum einen das so bestürzt, obwohl man den Menschen ja gar nicht kennt. Da kann ich natürlich nur recht geben, im Grunde kennen wir die Menschen ja nicht, aber sie geben uns ja sehr viel im Leben, also die Schauspieler oder Sänger oder auch Politiker, wenn ich letztes Jahr an Helmut Schmidt denke. Die geben einem ja dennoch was, obwohl wir sie nicht persönlich kennen, sie uns ja auch nicht kennen. Es wird für die Familie natürlich noch um Längen schwerer sein, aber wir werden ja auch durch Rollen wir empfinden ja mit denen auch etwas, auch wenn das für sie nur geschauspielert ist. Und man kann es, glaube ich, nicht erklären. Ich möchte den Teil an mir aber auch nicht missen, dass ich eben einfach mit fremden Menschen irgendwie mich zugehörig, fühle und sage, ich fand den toll zu Lebzeiten und möchte da eben auch einfach mal so einen Tag ein bisschen deprimierter sein und jetzt einfach die Filme genießen, die wir von ihm noch haben. Ich hoffe darauf, dass vielleicht tatsächlich das Fernsehen ein bisschen da jetzt mal ein paar Wiederholungen bringt, weil ich nicht alle Filme auf DVD oder so habe.
Und gerade auf Dogma würde ich mich echt mega freuen. Wobei, den könnte ich sogar auf DVD haben, muss ich mal gucken. Also war echt ein geiler Film. Also wer den noch nicht kennt und wer gerne auch mal über Dinge lacht, über die andere vielleicht nicht lachen, für die ist Dogma auf jeden Fall was. Und noch ein ganz junger Matt Damon und ganz junger Ben Affleck und Alanis Morissette, sehr geil. Ja, das war so das Thema, was mich wirklich sehr, sehr berührt hat und auch ja, traurig gemacht hat. Und natürlich auf eine andere Art traurig, als wenn es ein Familienmensch wäre, ne, oder Freundeskreis oder ne, Bekanntschaft. Aber es ist schon so, wo man sagt, Mensch, 69. Ja, ich weiß, manche mögen auch den Satz nicht, das ist noch kein Alter, es gibt ja nie ein Alter und irgendwann sterben wir alle und da fragt uns auch keiner nach dem Alter. Aber es ist halt schon sehr, sehr früh, wie ich finde. Also ja, schon schade und ja. Es gab ja diese Woche noch einen Todesfall, es ist David Bowie gestorben, zu dem ich leider keinen so großen Bezug habe, war jetzt ein Künstler, den ich immer mal wahrgenommen habe, auch so das ein oder andere Lied von ihm gut fand. Aber jetzt sage, es ist halt einfach ein großer Künstler gegangen, wenn man sich da die Bilder von ihm anguckt, wie wandelbar er war und dass er wirklich alles so in seine Kunst gelegt hat und ja, eigentlich dieses Kunstobjekt dann irgendwann wurde, ist halt sehr schade. Ich fand ihn damals sehr gut, ich habe ihn im Film Prestige, glaube ich, gesehen. Hat er da nicht Tesla gespielt, wenn ich mich nicht täusche? Ein Film mit Hugh Jackman und Christian Bale und fand ich sehr geil. Also da hat er mir auch unglaublich gut gefallen und ja, auch so der ein oder andere Song, auch wenn man an das, ich glaube, es war direkt ein Duett dann mit Queen, also Freddie Mercury, sehr, sehr geil und ja. Es ist irgendwie eine Woche, es sind schon sehr viele Tode jetzt in den ersten 2 Wochen im Januar von Berühmtheiten, sage ich mal. Man kann ja eigentlich nur hoffen, dass es bei den Berühmtheiten bleibt und es nicht irgendwie im Familienkreis weitergeht. Und ja, ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, jetzt widmen wir uns aber mal den schöneren Dingen dieser Woche. Ich werde heute etwas zu Elias und Laia erzählen von Saba Tahir. Das habe ich als Hörbuch gehört. Und dann habe ich die Fortsetzung von Talon gelesen, das die Überschrift Drachenherz trägt. Das Buch habe ich heute früh noch beendet im Bett. Und ich blende euch oder zeige euch unten natürlich in der Infobox, wann es jeweils mit den Büchern losgeht. Danach habe ich ein paar Geburtstagsgeschenke von mir. Ich hatte ja in der Woche Geburtstag, die so ein bisschen bücherlastig sind. Da möchte ich euch ein bisschen was zeigen, was bei mir eingezogen ist die Woche. Und ja, findet ihr in der Infobox, wann es mit dem jeweiligen Buch losgeht und dann mit dem restlichen Blabla, sage ich mal. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal so direkt an. Und zwar habe ich gehört, Elias und Laia, die Herrschaft der Schatten von Saba Tahir, erschienen im Lübbe Verlag und war knapp, glaube ich, 15 Stunden Hörzeit. Ich habe es ein bisschen schneller über die Audible-App gehört, ich glaube mit 1,5 Geschwindigkeit, so waren es wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht nur 10 Stunden, aber das war absolut in Ordnung. Also ich muss natürlich schon sagen, in der Zeit hätte ich natürlich viel mehr gelesen, als man es hört, aber hörend etwas aufnehmen dauert einfach länger und ist schwerer, als es sehend, lesend aufzunehmen. Und von der Geschwindigkeit, man könnte das ja hochschrauben. Ich habe dann auch mal so ein bisschen rumgespielt. Wenn es zu schnell gelesen wird, nimmt man es nicht, also nehme ich es zumindest nicht mehr auf. Ich muss sagen, so die 1,5 Geschwindigkeit war absolut in Ordnung. Und ja, fand ich auch ganz angenehm. Der Vorteil natürlich bei einem Hörbuch ist, dass man es immer hören kann. Also es war ganz egal, ob ich früh auf der Couch saß, gefrühstückt habe, ob ich mich geschminkt habe, ob ich im Bad stand, ob ich Geschirr gespült habe, Hausputz gemacht habe, gesaugt habe. Ich habe überall das Handy samt Kopfhörer. Ich bin jetzt auf der Suche nach Bluetooth-Kopfhörern, weil das natürlich ein bisschen schöner ist. Da muss man das Handy nicht mit sich rumtragen. Man kann eigentlich überall hören und mit dieser Audible-App, die ich jetzt einfach auch runtergeladen habe auf meinem Handy, man hat das Handy ja eh immer dabei, also von daher fand ich das sehr geil. Und man hört natürlich viel mehr, als man lesen konnte. Also es war auch teilweise so, wenn ich 10, 15 Minuten hatte und mich dann vielleicht einfach entweder vor den PC gesetzt hätte oder vor den Fernsehen, wumm, habe ich die App angemacht, habe weitergehört. Dadurch ist einem das nicht so lange vorgekommen. Ich meine, an so einem Buch, ich weiß nicht, wie viele Seiten das Buch hat, vielleicht 500.
ist das natürlich schon so, ich würde sagen, ich hätte es in 5, 6 Stunden gelesen, hätte ja aber im Grunde immer nur so nachmittags, abends Zeit gehabt. Und so fand ich das mit dem Hörbuch sehr, sehr praktisch. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich schon sagen muss, man hört, auf einmal muss sich darauf konzentrieren. Ich hatte aber so wieder das Gefühl nach einer Stunde, zwei, dass man es ja einfach dann wirklich wieder aufgenommen hat und der Kopf sozusagen umgedreht ist und gesagt hat, oh, jetzt muss ich hören und eigentlich lese ich. Ne? Also fand ich sehr cool, freue mich jetzt wirklich auf die Audible-App und auf das Audible-Abo, was ich ja habe. Jetzt, ich glaube, es ist jetzt noch eine Woche oder eineinhalb gültig. Ich packe es euch nochmal in die Infobox. Die ersten 6 Monate 3,95 und dann, glaube ich, 9,99 oder 9,95. Und man kann sich da eben ein Hörbuch raussuchen. Man kann natürlich noch viel, viel mehr Hörbücher dann kaufen, bezahlt die aber dann natürlich extra. Also da, also man kann ja, könnte ja nur Hörbücher hören, muss aber halt dann jedes Hörbuch bezahlen. Und ich sage jetzt ehrlich, 4 Euro für ein Buch ist absolut günstig, absolut super. Und ich habe mich echt gefreut, das zu hören, weil auch die Stimme sehr geil war. Es war die Synchronstimme von Hermine hat gesprochen und er war die Synchronstimme von Jacob Black, also aus Twilight. Und jetzt habe ich es vergessen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Synchronstimme von Emma Watson auch die Synchronstimme von der Schauspielerin von Daenerys aus Game of Thrones ist. Und ich hätte diese beiden Stimmen nicht zusammengebracht. Fand aber dann cool, dass Harry Potter meets Twilight meets Game of Thrones. Das fand ich sehr cool. Und ja, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also das Hören war auf jeden Fall gut. Jetzt aber natürlich zur eigentlichen Geschichte. Wir sind in einer ja doch dystopischen Welt, würde ich sagen, einer sehr gewaltvollen Welt, erinnert ein bisschen ans Mittelalter. Es ist sehr viel in Klassen unterteilt, wir haben wirklich sehr, sehr Arme, auch die Sklaven, wir haben so eine arme Mittelschicht, könnte man sagen, die halt arbeiten, aber auch nicht wirklich glücklich und zufrieden sind. Und wir haben die Masken und die Masken sind so etwas, ja, wie die Armee in dem Land, in der Stadt, ja, in der Stadt, in Zerra spielt die Geschichte. Und das sind wirklich sehr brutale, sehr brutale Soldaten, die wirklich auf Befehl hin jeden töten, jeden quälen, jeden gefangen nehmen und einfach ihrem Herrscher ergeben sind und ihren Imperator. Und wir erleben die Geschichte, beginnt mit der Sicht von Laia, einem jungen Mädchen, ich glaube 17, 17, die bei ihren Großeltern lebt, zusammen mit ihrem Bruder. Ihre Eltern sind gestorben und sie gehörten wohl dem Widerstand an und sind eben bei so einer Aktion ums Leben gekommen. Und sie ist eigentlich ein relativ normales Mädchen, lebt halt jetzt nicht unbedingt im Saus und Braus, aber auch nicht in der tiefsten Armut. Und eines Nachts kommen eben die Masken und wollen eben ja die Wohnung, das Haus durchsuchen. Und man spürt recht schnell, dass das doch irgendwie anders ist, als es sonst bei diesen Überfällen sozusagen der Fall ist. Und also durch Laias Erzählung, die ja immer so in der Ich-Perspektive erzählt wird. Und ja, in der Nacht verliert Laia ihre Großeltern, ihr Bruder wird verschleppt und gefangen genommen. Sie geht eben auf die Suche nach dem Widerstand, auf die Suche nach den Rebellen und erwartet da Hilfe und ist da halt wirklich sehr ängstlich unterwegs. Es ist alles sehr grausam, was man da erfährt, was in dieser Welt losgeht. Also man erhält sehr schnell einen Überblick über diese Welt, in der wir uns befinden. Und sie findet den Widerstand und wird dann eben beauftragt, als Sklavin sich sozusagen zu auszugeben und der Herrscherin sozusagen, also der Kommandantin von Schwarzcliff, der Armeenschule, der Soldatenschule, als Sklavin eben zu dienen, als persönliche Assistentin würde man es heute ausdrücken. Da ist halt wirklich alles dabei, von Haare kämmen, über Frühstück bringen, über Post wegbringen, also wirklich was so ein Sklavenmädchen macht. Und sie findet sich dann eben in Schwarzcliff ein, trifft da auf Köchin und Küchenhilfe und man spürt hier schon, wie die Geschichte erzählt wird von den Sklaven. Die haben eben keine Namen, sondern werden gerufen mit den Tätigkeiten, die sie ausüben. Es ist sehr brutal, da fehlen Augen, da sind überall Wunden, da sind Narben, da sind blaue Flecke und es wird mit den Sklaven nicht sehr gut umgegangen. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm, sehr brutal.
Und man spürt Laias Angst von der ersten Minute an und hat die Angst dann wirklich so im Nacken sitzen und denkt sich nur, hoffentlich kommt das Mädel da irgendwie heile durch. Ganz anders der zweite Geschichtenstrang, den wir erfahren, das ist Elias. Elias ist eine Maske, besser gesagt auf dem besten Weg dorthin. Er ist auf Schwarzcliff und wird ausgebildet zur Maske und steht kurz vor seinen letzten Prüfungen, vor seinem letzten Ergebnis, vor seinem Abschluss. In Elias erleben wir aber eine Maske, die keine Maske sein möchte. Er spürt, dass er nicht einfach nur dienen und töten kann, dass er sehr wohl auch hinterfragen möchte, was da genau passiert, dass er nicht eiskalt ist, dass er einfach ein Herz hat und dass er einfach nur frei sein möchte. Er möchte frei sein von der Welt, er möchte nicht gefangen sein hinter diesen Masken, die man sich wirklich vorstellen kann, die wachsen im Grunde mit dem Kopf ein. Und ja, das findet er ganz eklig, ganz schlimm. Er nimmt sie auch sehr häufig ab, damit sie sich nicht anwächst und er eben immer noch er selbst sein kann. Und er hat da eine sehr, sehr gute Freundin, Helena. Es gibt, glaube ich, pro Generation nur eine Frau in dieser Schule. Und sie ist wirklich eine ganz, ganz toppe und tolle Kämpferin, die auch... ja, zu ihm einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis hat. Also es ist hier nicht irgendwie eine Dreiecksgeschichte oder irgendwas Liebe. Das ist ein bisschen am Rande eher dann erzählt. Und Elias war mir von Anfang an sehr, sehr sympathisch. Ich mochte seine Anschauung der Dinge sehr, sehr gerne. Ich mochte es, wie es bei ihm im Kopf einfach umgedacht hat. Und dass er, wie er das eben einfach rübergebracht hat. Es war sehr authentisch, sehr nachvollziehbar. Es war nicht einfach, es macht Klick. Und er denkt jetzt anders, sondern dass das eben schon von langer Hand, sage ich mal, im Grunde irgendwie geplant war in seinem Kopf, was da passiert. Beide, Elias und Laia, treffen dann eben in Schwarzcliff immer mal wieder aufeinander. Es ist aber absolut nichts, hat das mit einer klassischen Liebesgeschichte oder sonstigen zu tun oder er steht auf der Seite, sie auf der. Ja, das ist schon irgendwie so, aber beide haben... ja, eigentlich erstmal ganz andere Interessen. Also die Liebesgeschichte, oder wenn man das überhaupt so nennen kann, steht da überhaupt nicht im Vordergrund, sondern wir erleben einfach nur die Geschichte, die Sicht der Dinge, wie was sich jetzt eben abspielt, aus diesen zwei Perspektiven. Und das macht die Geschichte unglaublich spannend, weil man eben einfach spürt, dass manche Dinge einfach miteinander ja, verbunden sind, sich miteinander dann erst zusammenfügen. Und ich mochte das unglaublich gerne. Sehr schön war eben, dass in der Geschichte, wie es erzählt wurde, auch Männlein, Weiblein sozusagen sprechen, sodass man immer wusste, wer man ist. Man hat ja keine Kapitelüberschriften. Und ich fand das unglaublich spannend. Es war eine total geile Geschichte. Ich mochte das Setting, die Atmosphäre. Ich mochte den Stil. Ich mochte die Schnelligkeit, wie diese Geschichte erzählt wurde im Buch. Ich mochte, was passiert, wie es passiert, dass es so greifbar war, dass man die Angst im Nacken hatte, dass man sich wirklich, wie teilweise bei einem Thriller, einfach dachte, jetzt mach. Und ich mochte die Charaktere sehr gerne. Ich mochte Elias, ich mochte Helena mit. Laia hatte ich so meine Probleme, weil ich die doch ein bisschen sehr naiv fand. Aber klar, sie kommt halt aus einer sehr behüteten Welt, würde ich sagen. Aber ich... manchmal, wie sie die Dinge so sah, dachte ich, oh, jetzt musst du aber auch mal langsam aufwachen. Das fand ich und ein bisschen weinerlich. Das, ja, so sind Mädchen vielleicht mit 17. Ja, so war ich vielleicht auch. Ich kann mich nicht mehr vielleicht daran erinnern. Aber ich fand es manchmal schon zu viel des Guten. Ich dachte, jetzt komm hier mal aus dem Puschen und kämpfe endlich und sei jetzt endlich mal das, was du dir da ständig einredest, was du sein musst. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich fand die Geschichte unglaublich. Ich war total drin, ich war total begeistert. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen, zu hören. Ich mochte die bildhafte Sprache. Ich mochte auch, wie poetisch geschrieben wurden, wie toll in dieser Geschichte zum Beispiel über Augenfarben gesprochen wurden oder über Haarfarben oder die Farben der Haut, was da Menschen wahrgenommen haben und wie sie das rübergebracht haben. Ich fand das wunderschön. Das ist ein absolutes Monatshighlight. Es ist eine absolut geile Geschichte, die jetzt direkt aufsteigt zu den geilsten Büchern. Also wo ich echt sage, ich war echt tief drin, echt tief begeistert und mich hat die echt gefesselt, gepackt, mitgenommen. Und das für ein, ja, es wird, ist ja im Grunde ein Jugendbuch, ich würde schon sagen ein etwas gehobeneres Jugendbuch, auch was die Brutalität und so angeht. Ich fand das unglaublich geil. Also Hammer. Ich bin da echt hin und weg und hoffe, dass der zweite Teil so schnell wie möglich erscheint. Ich glaube, es gibt noch kein Datum oder irgendwo eine Vorschau, wo man das sehen kann, aber da bin ich echt gespannt drauf. So geil!
Und weiter geht es dann auch schon. Nach so einem geilen Buch dachte ich erstmal, oh, jetzt kann eigentlich jedes Buch nur noch schlechter werden. Aber es war zum Glück nicht so. Es geht weiter mit Julie Kagawas oder Kagawa, wie auch immer man sie aussprechen möchte. Talon 2, Drachenherz. Und ja, jetzt habe ich natürlich nur das Buchcover hier. Ich habe das Buch jetzt einfach am Nachttisch liegen lassen und war wirklich ehrlich gesagt einfach zu faul jetzt ins Schlafzimmer zu laufen. Wunderschöne Cover. Egal, ob man den ersten Teil sich anguckt oder den zweiten. Ich finde beide wunderschön. Und ich war ja vom ersten Teil unglaublich begeistert und habe mich jetzt wirklich auf Januar gefreut, dass Talon 2 erscheint im Heine Fliegt Verlag. Wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Ist jetzt am 11. Januar erschienen. Hat knapp 540 Seiten. Und ich habe jetzt gar nicht mehr den Preis geguckt. Aber guckt einfach mal in die Infobox. Da schreibe ich das im Grunde rein. Nicht nur, dass es wunderschöne Covers sind, sondern das ist auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Ich kann natürlich jetzt über den zweiten gar nicht so viel erzählen, weil ich würde ja all die Spoiler, die den ersten noch nicht kennen. Aber um was geht es grob in Talon? Also Talon ist im Grunde eine Gemeinschaft von Drachen, also von Drachen, die sich eben auch in Menschen verwandeln können. Also wir sind hier schon im Fantasy-Bereich und wir treffen auf Ember und Dante. Das sind Zwillingsgeschwister, was sehr selten ist bei Drachen, die gerade in ihrem Jahr sind, Mensch zu lernen. Also die sich in eine menschliche Umgebung gesetzt werden und dort sich eben so möglichst gut anpassen sollen, Freunde haben sollen. Das dauert, glaube ich, immer so rund ein Jahr. Und um eben den Feind oder die andere Seite, was es eben noch so auf der Welt gibt, kennenzulernen. Und Ember lernt Riley kennen und auch Garrett. Garrett ist eben auch ein Geschichtenstrang in diesem Buch. Lernen wir schnell, dass er ein Soldat der Georgs, Kämpfer, Krieger ist. Und die jagen Drachen und töten die. Denn die haben, nehmen die an, dass die Drachen die Weltherrschaft übernehmen wollen, weil sie sich für was Besseres halten. Und sie treten eben zum Schutz der Welt ein, der Menschen ein und wollen alle Drachen vernichten. Und dementsprechend hat es Garrett natürlich nicht sehr, sehr einfach. Ja, schon Garrett, ne? ich hab's ja immer nicht mit Namen. Beide treffen aufeinander, wissen nicht vom anderen, was sie sind. Und es wird da ein bisschen gefühlvoller. Aber alles sehr, ich würde mal sagen, sehr oberflächlich. Also es geht nicht hier in die extremen Tiefen. Es ist keine große Liebesgeschichte zu Beginn erstmal. Auch jetzt im zweiten Teil nicht so. Und als dann auch eben Ember auf die Suche geht, trifft sie eben auch noch auf Riley. Und Riley erkennt sehr schnell, in Ember, dass sie eben auch ein Drache ist, ein Nestling. Das sind eben die jungen Drachen, die Jugendlichen. Und Riley ist ein Verstoßener, ein Einzelgänger, der Talon verlassen hat und der Ember so ein bisschen die Augen über Talon öffnet. Und das ist so die Geschichte, so ein bisschen aus dem ersten Teil. Der zweite, hier der rote, wunderschön pink gestaltete Drachenherzteil, schließt direkt an. Also die Geschichte geht direkt weiter und wir haben hier eben die vier Perspektiven. Wir haben Ember, Dante, wir haben Garrett und Riley. Und ich muss sagen, vier Perspektiven sind teilweise schon ein bisschen heftig. Also es ist schon schwierig, dass man immer nach einer relativ kurzen Frequenz, zumindest für mich gefühlt kurz, einen Cut macht, dann die nächste Frequenz, Cut, nächste Frequenz. Es ist so ein bisschen, das ist so der einzige Kritikpunkt, dass ich eigentlich sage, man wird immer so ein bisschen aus dem Lesefluss rausgerissen, weil man sich immer wieder reindenken muss in die nächste Perspektive. Und das fand ich persönlich ein bisschen schwierig. Ich mochte und ich mag aber einfach diese Geschichte. Ich mag diese Idee mit den Drachen. Ich mag es, wie uns diese Geschichte erzählt wird, wo sie uns erzählt wird. Wir sind im zweiten Teil zum Beispiel viel in Las Vegas unterwegs oder in der Wüste. Ich finde das so geil. Ich finde es wunderbar erzählt. Es kommt toll rüber. Die Atmosphäre, das Setting, sehr, sehr genial gemacht. Ich mag auch den Stil von der Autorin. Ich finde wirklich schön, wie sie erzählt, dass es eben sehr bildhaft ist. Es ist sehr, ja, es nimmt einen einfach so ein und mit und man liest und liest und liest und merkt gar nicht, wie viele Seiten man wirklich weggelesen hat, denn man liest das wirklich wunderbar. Es geht fast wie in einem Film wird das erzählt und das finde ich echt sehr, sehr gelungen. Ich mag Garrett, ich mag Riley, ich finde die beiden männlichen Protagonisten sehr, sehr cool. Ich mag die Denkweise, ich mag, wie sie fortgehen. Ich mochte Ember sehr gerne gerade im ersten Teil.
ich fand sie im zweiten Teil ein bisschen nervig. Sie wird auf einmal sehr naiv, obwohl sie schon so viel erlebt hat, was ihr eigentlich die Augen hätte öffnen müssen oder sie eigentlich spüren muss, was passiert. Und sie rennt jetzt immer so, ja, in so Probleme, die es nicht gäbe, wenn sie einen Moment nachgedacht hätte. Klar soll es die Geschichte irgendwie spannender machen, aber das hat für mich irgendwie nicht zu der Ember aus dem ersten Teil gepasst. Ich weiß nicht, ich finde, sie geht hier in der Entwicklung, die irgendwie, ich weiß nicht, die sie im ersten Teil, wo man sie anders kennengelernt hat. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Aber ansonsten ist die Geschichte wirklich top. Ich bin sehr begeistert, ich bin total angetan, habe, wie gesagt, heute früh noch im Bett gar zu Ende gelesen, weil ich gar wissen wollte, wie geht's weiter. Hatte auch nur noch 50, 40 Seiten, habe ich aber gestern einfach nicht mehr geschafft. Und ich bin total hin von dieser Geschichte. Ich mag wirklich diese Welt, wie sie uns erzählt wird. Ich mag diese Idee mit den Drachen. Es gibt leider doch einen recht großen Cliffhanger jetzt auch im zweiten Teil. Der erste Teil war ja gar nicht so cliffhangerig, würde ich sagen. Aber der zweite lässt jetzt schon Schlimmes ahnen. Und ich hoffe, dass der dritte Teil sehr bald rauskommt. Also ja, ich habe noch nichts gelesen, wann Talon 3 kommt. Ich werde da jetzt mal ein bisschen recherchieren, hoffen, dass das überhaupt so demnächst geplant ist. Und ich danke den Heine Flieg Verlag für das Rezensionsexemplar. Habe ich wirklich sehr, sehr genossen und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja, das war es auch soweit mit den gelesenen Büchern. Man waren ja doch eine ganze Menge Seiten sozusagen, die ich verschlungen habe. Und dann, ja, sehr gute Bücher. Also es war eine sehr gute Lesewoche, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, die Woche war bei mir, ich sag mal, relativ kurz. Ich hatte nur 3 Arbeitstage. Ich hatte Montag, Dienstag Urlaub, denn ich hatte Dienstag Geburtstag. Und sag auch auf diesem Weg vielen, vielen lieben Dank an alle, die da an mich gedacht haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Die Post, egal ob per E-Mail, sind einige Grußkarten angekommen auf Facebook oder dann auch hier unter dem Video, also unter dem, was ich Dienstag hochgeladen hatte. Also vielen, vielen lieben Dank. Es ist echt schön, wie viele da an einen denken. Und natürlich haben auch im Freundeskreis einige an mich gedacht. Gott sei Dank. Und oder auch in der Familie, wobei da sind es dann meistens Gutscheine. Ich habe von einer sehr lieben Freundin für meinen Tolino ja, Schutzaufkleber bekommen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Das ist im Grunde so diese eine Bücherwand, also ein Bücherregal. Was er den Tolino eigentlich genau als das auszeichnet, was er ist ein digitales Bücherregal. Und ich finde das sehr, sehr schön. Es hat super gut gepasst auf meinen Tolino und finde ich wirklich sehr, sehr schön. Also auch hier drumherum. Hier hinten sieht man es halt schöner, weil man natürlich einfach mit den Kerzen, also es sieht unglaublich gemütlich aus und schön aus und hat mich echt sehr gefreut und ja, ich bin da sehr begeistert darüber, dass mein Tolino jetzt so einen kleinen Schutz hat und ja, gefällt mir sehr gut, hat mich sehr, sehr gefreut, dass meine Freundin an das gedacht hat. Dann habe ich ja, meine Eltern ja, ich sag mal, seit Weihnachten vorgeschwärmt, Game of Thrones. Und habe dann ja, einen englischen Originalschuber sozusagen bei Amazon entdeckt. Und habe meine Eltern gefragt, Mensch, habt ihr schon ein Geburtstagsgeschenk für mich? Da war noch nicht mal Weihnachten oder gerade so. Oder Weihnachten vorbei. Aber es ist halt das Problem, wenn man so kurz nach Weihnachten Geburtstag hat. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, naja, was kostet denn das Ding? Schaffst du es bis zum Geburtstag, dass es da ist? Und dann sagt, ja, es ist ja, ne? Deutschland kommt ja nicht aus China oder so. Und ich habe mir diesen wunderschönen 5er-Schuber im Englischen bestellt sozusagen und mir schenken lassen. Es ist ja so, im Englischen sind es ja tatsächlich 5 Bände. Die deutschen Bücher wurden aufgeteilt. Das heißt, 2 Bücher im Deutschen sind halt ein englischer Band, was ich irgendwie merkwürdig finde. Warum man das gemacht hat, ich würde ja jetzt niemanden unterstellen wollen, dass das Geldmacherei ist. Aber okay, der 5er Schuber hat 25 oder 26 Euro gekostet. Also ist relativ günstig für 5 Bücher. Und die Deutschen kosten ja als Taschenbuch, glaube ich, je 15. Also wenn man sich das mal 10 hochrechnet, ja. Und ich bin ja doch ein Englischleser, wenn ich auch zurzeit wirklich ein bisschen weniger Englisch gelesen habe. Ja, ändere ich das jetzt. Und ich möchte einfach in diese Geschichte direkt Englisch einsteigen. Ich habe die Serie ja jetzt auf Deutsch geguckt. Und deswegen glaube ich, dass es dann mit dem Lesen hoffentlich soweit okay ist. Also es sind sehr kleine Bücher, wie ich finde. Also wenn man zum Beispiel mal Talon daneben hält als Hardcover, sieht man schon, dass da definitiv ein Größenunterschied ist. Es ist gar nicht so dick, wie ich vermuten würde für so viele Seiten, wie da drin stecken. Es ist eine unglaublich kleine Schrift. Also es sind 800 und ein paar 40 Seiten. Es ist eine sehr kleine Schrift und es sind halt wirklich Blätter.
die irgendwie unglaublich dünn sind. Also ich bin sehr gespannt, auch wie sie sich lesen lassen, weil es nicht so biegbar ist. Also man wird wahrscheinlich die ein oder andere Leserille reinbekommen. Das ist, glaube ich, jetzt auch direkt der erste Band, Game of Thrones. Die Reihe, es heißt ja eigentlich immer das Lied von Eis und Feuer, so ist es ja im Englischen auch. Und Game of Thrones ist ja wirklich nur das erste Buch sozusagen gewesen. Und ja, ich freue mich, bin total happy, total begeistert, dass ich in diese Welt eintauchen kann. Und ich ja, werde wahrscheinlich jetzt wirklich gucken, dass ich pro Monat einen der Bände jetzt lese, weil ich will in Westeros eintauchen, ich will alles verschlingen. Ich ja, bin da einfach total hin und weg. Und ja, der zweite Teil auch sehr schön, A Cache of Kings. Finde ich ebenfalls sehr gelungen. Jetzt muss ich hier nur mal gucken, dass ich das hier rein und rausbekomme. Oh, was ist da noch drin? Achso, das ist nur der Schuber, wie er aufgebaut ist. Okay, dachte schon, da liegt was drin. Der dritte, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht durcheinander gebracht. Ja, der dritte, ich hoffe, es ist jetzt der dritte. Ja, hier ist the third volume. A Storm of Swords. Also sehr cool. Ich finde auch wirklich die Titel sehr, sehr geil. Steht es immer? Ja, ich hoffe mal, es ist der vierte. Ja, Book 4. Feast, Forced, Faced, for Crows. Schauen wir mal. Das schlage ich auf jeden Fall mal nach, das Wort. Und der fünfte, ich finde den wirklich, also mit am schönsten, A Dance with Dragons. Sehr, sehr geil. Also die Cover, unglaublich geil, die Aufmachung geil und sie riechen so toll nach Büchern. Und der fünfte hat ja tatsächlich, also wenn ich hier mal reingucke, ah, das sind hinten Beschreibungen, Other Houses, Great and Small. Ah, da ist direkt so die Häuser mit dabei, Westeros. Aha. Hat dann tatsächlich über 1050 Seiten. Also der fünfte Band ist wirklich, ja, ist ja sozusagen Buch 9 und 10. Und jede Staffel der Serie ist ja ein englisches Buch sozusagen. Also wenn man Buch 1 und 2 im Deutschen gelesen hat, findet sich da drin dann eben irgendwie die erste Staffel wieder. Und ja, wer jetzt mitrechnet, weiß, dass im April, da gab es jetzt schon einen Ausstrahlungstermin, zumindest bei HBO, dass es im April sein wird, kommt ja jetzt die sechste Staffel heraus. Das heißt, die Serie ist dann tatsächlich schneller als der Autor. Und ich glaube, es gab irgendwie, ich habe das irgendwie mal gelesen, dass George R. R. Martin gesagt wird, er kann halt mit Druck nicht umgehen und unter Druck nicht arbeiten. Und er hat halt seinen Abgabetermin, der im Dezember wohl war, irgendwie gerissen. Und er weiß auch noch nicht, wann er es wirklich fertigstellt. Aber er hätte halt auch mit den Serienleuten ganz, ganz eng und nah zusammengearbeitet, sodass sich die Serie schon in eine Richtung entwickelt, in die dann wohl auch die Bücher gehen. Also es soll ja Abweichungen geben, auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Es soll wohl Leute geben, die noch leben in den Büchern, aber in der Serie gestorben sind und umgekehrt. Da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Es ist ja dann so, wie wenn man so ein bisschen, ich finde das immer sehr schön, wenn es solche Abweichungen gibt, weil es fühlt sich so für mich ein bisschen an wie so eine Parallelwelt. Also ich habe ja da als Jugendliches ja rumgesponnen, wenn ich irgendwas bei einem Punkt ändere, wie mein Strang weitergeht und wie er weitergegangen wäre, ja, wenn ich nichts geändert hätte. Und habe da auch mal so als Jugendliche so eine Kurzgeschichte drüber geschrieben. Und diese Ideen mag ich unglaublich gerne. Hängt ja auch sehr viel mit Zeitreisen zusammen. Da gibt es ja auch so das ein oder andere Buch, was wäre passiert. Keine Ahnung, wenn der Zweite Weltkrieg nicht gewesen wäre, wenn JFK nicht gestorben wäre. Ich meine, es gibt ja genügend Bücher über solche Theorien. Und das mag ich unglaublich. Und so fühlt es sich halt hier dann auch einfach ein bisschen an, dass halt irgendwann ab einem Punkt vielleicht was anders war und dann eben die Geschichte anders erzählt wurde. Ich weiß nicht. Ich spinne mir das wahrscheinlich nur positiv zusammen. Aber ich bin da mega, mega gespannt drauf und freue mich da echt. Und ja, habe mich jetzt auch schon nach einer Westeros-Karte umgesehen, weil ich denke, die macht sich doch ganz gut neben meiner Mittelerde-Karte. Und ja, bin da. Ja, ich habe halt so einen Knall. Na, ich meine, es ist einfach so. Und ja, ne, mein Schatz stimmt mir jetzt so. Sunny sitzt da und guckt, ja, die wird sich denken, genau, Frauchen, du hast absolut recht. Ne, ja, ja, ich weiß schon genau. Na, nur böse Gedanken. Nein, da schüttelt sie mit dem Kopf. Ja, sie versteht einen halt doch. Und dann hat die liebe Miriam an mich gedacht. Die liebe MJ Lies, die ja jetzt auch seit einer Woche, Videos dreht und ich glaube jetzt auch schon drei hochgeladen hat. Ihr findet ihren Kanal auf jeden Fall in der Infobox.
Mit der lieben Miriam habe ich ja schon das ein oder andere Buch im November, Dezember gelesen und wir sind über WhatsApp auch sehr aktiv beieinander und schreiben und ich weiß auch schon, sie kommt auf die Leipziger Buchmesse und ich hoffe, wir verplanen da samstags unser gemeinsames Abendessen miteinander und freue mich da unglaublich drauf und sie dann auch sozusagen persönlich kennenzulernen. Und sie hat mir, glaube ich, Freitag vor meinem Geburtstag geschrieben, hey, es kommt ein Amazon-Paket, erst am Geburtstag öffnen und das halt jetzt schon ein bisschen eher kommen könnte. Und tatsächlich kam dann ein Amazon-Paket und ja, was soll ich sagen, es ist total grausam, da ein Paket von Amazon liegen zu haben und es nicht zu öffnen. Ich habe es dann an meinem Geburtstag geöffnet und heraus kamen die Lieblingsmomente von Adriana Popescu, eins der absoluten Lieblingsbücher von der lieben Miriam. Und ja, sie sagt einfach, das musst du gelesen haben und ich finde es auch wunderschön. Also ich habe noch nichts von Adriana Popescu gelesen oder ja, also noch gar nicht irgendwie die auf meinem Schirm gehabt und bin da jetzt mega, mega gespannt. Vielen Dank, liebe Miriam, du hast mir echt eine große Freude gemacht. Und dann war noch dabei so, ich sag mal, ein Sprüche-Kalender, wo man eben jeden Tag so ein bisschen blättern kann und sich schöne Zitate herausnimmt. Und heute früh habe ich hingeblättert auf Tanzen ist Träumen mit den Beinen und das ist aus Finnland und ich mag solche Weisheiten und solche Sätze einfach unglaublich gerne und das passt ganz gut, weil ich habe ja auf meinem Bücherregal hier drüben Lesen ist wie Träumen nur mit Wörtern und ich fand das so cool, dass es das eben auch so mit Tanzen gibt und man könnte das natürlich auf alles spinnen sozusagen und finde ich einfach schön. Also ich freue mich sehr, sehr auf diese Geschichte und bin sehr neugierig. Es war auch ein kleiner Gruß für mich mit drin, aber der ist einfach bewahrt, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Und ja, heute ist die Stimme nicht die beste. Ja, freue ich mich und ja, Miriam nochmal vielen lieben Dank und wer vielleicht einfach mal bei Miriam vorbeischauen möchte, oh, mein großes Paket weg, der guckt einfach mal in die Infobox und ja, findet da alles. Ansonsten hat Freitagabend der Dschungel wieder angefangen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich weiß, Staffel 1 und 2 habe ich total gerne geguckt. Ist ja auch schon irgendwie 12 Jahre her. Das war halt was anderes. Das war irgendwie eklig und irgendwie, man weiß nicht so recht, ob man es gut finden sollte oder nicht. Ich fand aber, damals waren zumindest ansatzweise Promis dabei, die man kannte. Ich habe Freitagabend einfach mal so, weil wir nichts anderes zu tun hatten, einfach mal reingeguckt. Haben wir zusammen reingeguckt, meine Mama und ich. Und ja, ich kenne irgendwie kaum jemanden, wenn ich ehrlich bin, oder nur so mal vom Hören sagen. Der Einzige, der mir noch irgendwie mehr oder weniger bekannt vorkam, war Jürgen, der ja im ersten Big Brother Haus war, auch eine Serie, also was ich damals total geil fand, dieses Real TV. Menderes aus DSDS, der ja irgendwie schon jedes Jahr bei Deutschland sucht den Superstar war. Ja, das sind so Leute, die kennt man. Ansonsten tue ich mir so ein bisschen schwer. Natürlich Brigitte Nielsen, die ist ja auch irgendwie schon Dschungelkönigin. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt nochmal dabei ist. Irgendwelche Fußballer, die ich nicht kenne, Models, die ich nicht kenne, irgendwelche Frauen mit sehr viel Oberweite, die ich auch nicht kenne. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Dann, ja, irgendwie Rolf Zacherl, der wohl, ist der Schauspieler, Sänger, weiß ich nicht. Gunther Gabriel, den meine Mama halt so kannte aus den 70ern, den ich unglaublich assi finde. Also, ja, ich habe auch nur Freitag geguckt. Gestern hatten wir dann einen Spieleabend da. Ja, schalte ich da den Fernsehen nicht an. Ich weiß auch nicht, ob das was ist, was ich mir wirklich täglich reinziehen möchte. Es war mal wieder ganz cool und man kann da eigentlich sehr viel über das Lachen, aber es ist auch irgendwie schon sehr eklig. Also wenn man da irgendwie Hirn von einem Kamel und dann liegt der Kamelkopf da, ich weiß nicht, ob das sein muss. Und ich weiß auch nicht, ob jemand wirklich lebendige Kakerlaken essen muss. Ich weiß nicht. Ich möchte ja auch nicht lebendig von irgendwas gegessen werden. Ich weiß nicht, ob das ist. Das ist, ja, das so dazu. Ja, auch ich war versucht, einfach mal da reinzuschalten und man kommt da irgendwie drum rum. Ist, glaube ich, wie ein Unfall, ne? Man kann nicht weggucken und will eigentlich nicht hingucken, aber okay. Ja, das war meine Bücherwoche. Was erwartet euch die Woche so in Videos? Also ich habe schon gedreht die Buchvorschau für den Februar. Die kommt auf jeden Fall. Ansonsten mal gucken, ob dann noch ein zweites Video kam. Auch letzte Woche kam ja nur ein Video. Bisschen zeittechnisch und ja, weil es auch irgendwie halt nichts zu erzählen gab, sage ich jetzt mal so. Und jetzt gucke ich einfach mal, was sich so findet. Und da war es passiert.
Und da waren irgendwie, glaube ich, schon wieder 20 Minuten rum und die Kamera schaltet sich aus und ich habe nicht hingeguckt. Ja, ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht mitten im Satz irgendwo abgebrochen. Ich gucke mal dann jetzt beim Schnitt, wie es aussieht. Aber soweit war das jetzt auch schon meine Bücherwoche. Wer vielleicht die Bücher, die ich gelesen habe, auch schon kennt oder noch vorhat zu lesen, kann natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, auf was er sie sich freut. Und wenn er sie gelesen hat, natürlich bitte ohne Spoiler. Wir wollen ja keinen irgendwie den Lesespaß verderben. Und ja, ich danke euch jetzt einfach fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Wintertag, insofern ihr Winter schön findet und euch das Spaß macht, draußen im Schnee rumzutappen. Vielleicht bauen wir einfach alle mal einen Olaf. Gab es noch nicht direkt auch so ein Lied in der Schneekönigin? Wollen wir einen Schneemann bauen? Ja, ich kann ja grundsätzlich nicht singen, deswegen lasse ich es auch. Aber das würde ja eigentlich ganz gut passen. Vielleicht baut man einfach mal einen Schneemann und fühlt sich da einfach mal wie 10. Und ja, ansonsten nochmals vielen Dank fürs Zusehen. Lasst es euch schön gut gehen, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.